Klepp-Soldat. Hat das was mit Kleptomantie zu tun? Das ist Gott unsympathisch. Du willst Techen? Bestimmt. Nichts hier mit Technik. Der Kampf ging schnell. Und ich sterbe mit einem lustigen Geräusch. Klingt ein bisschen, als würde man sich Klippe runterschmeißen. Es wäre echt nett, wenn Fina und Gavin den anderen auch mal was übrig lassen würden. Finde ich. Oder meint ihr nicht auch? Nein, da ist nichts. Hier vielleicht? Ja, ich traue denen zu, hier irgendwo so unsichtbar ein Item reinzulegen. Ich hab's gesagt. Nein, in die Suppe will ich nicht reinspringen. Ja, und hier will... Oh. Mami, ich will nicht. Danke. So, wo muss ich lang? Bin ich hier richtig? Ich hab Mana, ja, ich hab das Wichtigste eigentlich gefunden. Noch eine Rolle. Gehören die zusammen? Der Echsenreiter und der die Kleppsoldat? Nein. Okay. Dann wird es wieder zum Kreuzer kommen. Aber hey, Justin wird was machen. Und zu auch. Und... Ach, immer noch nicht. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass der Move-Block dauerhaft ist. So, mit einer Weile mal langsam. Edwin, was kannst du eigentlich? Du hast gerade... Das Vieh hat sich nicht bewegt. Es hat nichts gemacht. Und du meinst, drei Schritt vorher einfach mal stehen zu bleiben und schon mal draufhauen zu müssen? Ernsthaft? Oh Gott, ey. Die KI hat's manchmal noch nicht so ganz drauf. Ah, Gottchen. Der mit seiner scheiß Verteidigung zieht das Ganze hier nur unnötig in die Länge. So, haben wir's dann jetzt? Scheiß verteidigen, ey. Boom, tot, geht doch. Hm. 16, 24, 18, bah. Ja, ja, ja. Ey, hör auf, dich in meine Hinterleute reinzustellen. Das ist ja mal richtig unfair. Oh, und die sind schon. Fina und Gavin sind wieder die Einzigen, die rankommen. Gavin, kommst du da noch raus oder bist du jetzt hoffnungslos gefangen? You can't get away with that.
suboptimal. Und Gerdmund fuchtelt wieder ins Nichts. Na gut. Mehr Zauber, mehr Bau. Oh, erhöht. Doch. Wünsche, das würde bei Justin auch häufiger passieren. Was immer du vorhast, lass es. Keulenschlag oder was auch immer. Hey, wer sagt nein? Ich habe heute ernsthaft gedacht, diese auch kommen, die Pilztreppe da im Hintergrund, die schaue ich mir gleich mal an. Da gehe ich gleich mal hoch. Verdammt. So. Nein, nein, nein. Nichts. Menno! Okay, hier liegt ein Stück Ding an. Rum. Was? Verdammt, jetzt habe ich nicht hingeschaut. Dämons Amulett? Haben wir sonst? Woo! Das ist cool. Wunderbares Defensivteil. Ja doch, nimm mal. So, OP-Gewicht bringt ja eh nicht so viel. Zwei Angriff. Unwichtig bei ihr. So. Da ist noch ein Kraut. Da ist nichts. Da ist... auch nichts. Huh, okay. Interessant designt. Ja, ich weiß nicht, jetzt vermutlich irgendwo ein bisschen Geld. Wow. Ein Geld, das irgendwo am Rand liegt, rumlag, liegen lassen vermutlich. Ja, ich weiß, ja Gott, Pech. Das ist dann halt so. So. Schauen wir nochmal, was ich hier so... Ernsthaft, was macht ihr da? Ihr steht eng zusammengepfercht auf einer Kiste. Seid ihr betrunken oder so? Oh, die Truppen werden größer. Die Klett, was auch immer für Dinger, haben sich hier wohl eingenistet. Zeit für einen Genozid! So, das ein bisschen. Keulenschlag will ich jetzt ehrlich gesagt nicht abbekommen. Den lässt du mir lieber bleiben. Oh, verdammt, was wir denken. Wow! Verdammt! Schade. Standen wirklich gut, um sie alle zu treffen. Und jetzt mal. Naja. Wow. Du bist echt voll Elite, machst voll den brutalen Schaden. Naja, nicht. Oh Gott, ey. Warum kommt mir das alles so schwach vor? Was mache ich falsch? Oder was machen sie falsch? Was mache ich zu richtig?
This will teach you. See my power. Ja. Deine ganz tolle Power, keinen Schaden zu machen mit Zauber. Was ist das? Tun die auch was, oder? Ach, indem man die Fässer anstößt, lockt man die runter, ja? Wer denkt sich sowas aus? Irre Reiter. Cool. Wenn er tatsächlich so irre ist, dann scheint dem Volk ja sogar einen Gefallen, indem wir ihn diese Bürde abnehmen. Ja. Wow. Hast ein Level Up bekommen. Ein Feuer Level Up. Gratulation. Krantüte. Deine Angriffe haben echt monströsen Rückstoß. Ganz schön praktisch manchmal. Ich betone, manchmal. In diesem Fall schon, andernfalls vermutlich nicht. So ein Motto, hey, guck mal, komm, ich leg eine Freisäule drauf, geht und kommt rein. Boom, boom, haut zwei Gegner raus. Stimmt, weniger toll. Wird auch noch passieren, aber hey. Erfrischen gelernt. Was zur Hölle ist erfrischen? Ah, ich habe eine Ahnung. Ich habe so eine Ahnung, was das sein könnte. Aber die verrate ich euch noch nicht, hahaha. Entschuldigung, ihr wisst doch, ich muss das manchmal machen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Normaler Angriff mit Abrecheneffekt. Ernsthaft, was soll so ein Mist? Blöd. Blöd, blöd, blöd. Sein Feuer wächst so, es geht so langsam voran, ey. Schon ein bisschen ätzend. Gar nicht mal, weil er wenig EP gibt, sondern einfach, weil er immer nur ein Ziel trifft. So, was ich gerade machen wollte. Was zur Hölle? Erfrischen ist der Stufe 2 ja da. Okay, sie muss Wind auf noch ein Level hochkriegen. Das ist ja wohl mal sowas von drin, weil ich meine, sie ist schon Stufe 11 mit 14 Erfahrung. Das ist leicht. Dann Erde und Wasser auf 13 ziehen. Ja. Kann man das anreden? Nein, okay. Ich hätte sagen können, dass eine Rüstung zum Aufheben ist. Das ist ein Witz, oder? Sag mir nicht, dass es schon wieder Mana-Eier sind. Boah! Leute! Wie soll ich die loswerden? Wie? Ach komm, irrer Reiter. Dich ärgere ich auch. Ja los. Komm, trau dich. Hallo? Komm her, du Viech.